Und damit willkommen zurück zu Murder Soul Suspect Folge 2. Ermittlung abschließen, natürlich. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Ich muss hier eine Spur finden. Aus welchem Grund kam er her? Da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Okay. Stuart ins Gebäude folgen. So, kleine neue Spuren. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Ich finde es geil, dass man auch so geh in die Wohnung im dritten Stock, neues Ziel. Ich finde auch geil, dass man so einen Versuch hat, wenn man hier draufklickt, sieht man ja, also diese Abzeichen, diese ja, Sheriff-Abzeichen oder Detective-Abzeichen, bedeuten halt, wie viele Versuche man gebraucht hat, um das herauszufinden. Hier habe ich zum Beispiel zwei Versuche. Und hier habe ich dann komplett alles mit einmal geschafft und da habe ich dann Fehler gemacht, also beziehungsweise Fehler sind das ja. Und das finde ich schon ganz geil. Das macht das schon ein bisschen richtig cool. Wen haben wir denn hier? Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Okay. Okay, man gewöhnt sich dran. Das ist super. Können wir noch mal mit dir reden, oder? Warte nicht auf mich. Geh rein, solange du kannst. Okay. Gut, dann werden wir uns mal umsehen. Wohnung betreten. Puh. Hey, Sarge, 10-19. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Was war das? Das klang nicht gut. Gar nicht gut, ne? Eine Spieluhr macht's auch nicht leichter. Hallo? Weißer Bildschirm? Ah, okay. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich hab was gehört. Hä? Kennt er uns etwa? Ich muss sagen, es ist relativ dunkel, ne? Ich werde mal. Einen kleinen Moment, ich werde mal die. Nein, die Helligkeit etwas anpassen. Es ist mir ein wenig zu dunkel, muss ich sagen. Und auch, ich sag mal, bei. Auf YouTube wird es auch dann relativ dunkel sein. Deswegen möchte ich euch das doch ein bisschen anpassen, dass ihr da. Oh, das ist aber ein bisschen zu krass hell. Kleinen Moment. Ich entschuldige mich jetzt schon wieder dafür, dass ich hier zu viel in den Menüs rumpopel. Ja, das geht einigermaßen. Damit kann man eigentlich leben. So, dann schauen wir uns mal ein wenig um, was wir hier alles haben. Können wir hier interagieren irgendwie? Ich gehe mal hier durch. Hui. Wer ist er denn, dass er uns da so angesprochen hat? Er ist ja, er ist ja auch ein Geist. Ach, ein alter Windows-Rechner. Mein Let's Play-Arbeitsplatz übrigens. So, was haben wir hier? Fische? Ist da was drin? Ui, schickes Bild, ein Berg mit einem Sä. Mit einem Sä. Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Entschuldigung. Ich wollte. War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Hey. Was machst du noch hier? Amüsier dich ein wenig. Amüsier dich ein wenig, ist gut. Ich stehe im Bett. Ich stehe im Bett. Ich gehe nochmal auf den Flur. Hier war das, ne? Genau. Möchte doch gerne. Da ist Exit. Was haben wir hier? Laundry. Hier ist, glaube ich, die Wäscherei. Ja. Oder der Keller. Was haben wir denn hier? Enthüllen. Sammeln.
Fallakten. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Okay. Noch 6, um mehr aufdecken der Geschichte, um mehr aufzudecken der Geschichte, okay. Da müssen wir uns natürlich auch ein Blatt Papier. Das ist natürlich mies, weil das kann ja auch klein sein alles. Gehen wir mal zu ihr, gucken, was sie uns zu sagen hat. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Warum haben sie mir das angetan? Okay. Du bist verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Okay. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. So, ein mysteriöser Mord. Sie glaubt, ein älteres Ehepaar im Gebäude hat sie ermordet. Ich sollte versuchen, Informationen über jegliche älteren Miete herauszufinden. So, das heißt also, wir haben einen neuen, ja, Auftrag, um herauszufinden, was mit ihr geschehen ist. Ist natürlich auch sehr traurig, dass die arme Frau ermordet worden ist vom älteren Ehepaar. Schwupps. Sie können Huch. Es wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. So, hier haben wir was. Dass dich das aufregt, Schatz. Hier haben wir einen Zeitungsartikel Nummer 1. Obwohl die Stadt Salem in den letzten Monaten einen starken Anstieg bei gewaltsamen Toten zu verzeichnen hatte, ist das Salem Police Department nicht bereit, offiziell auszusagen, dass zwischen den Toten eine Verbindung besteht. Es waren ein paar harte Monate, sagte SPD-Sprecherin Ingrid Larson. Aber es wäre unverantwortlich, voreilige Schlüsse in diesen Todesfällen zu ziehen oder eine Verbindung zu vermuten. Wir untersuchen jeden einzelnen Fall gründlich und erlauben uns nur ein Urteil, wenn es die Beweise zulassen. So, 39 Sachen gibt es hier zu finden, Informationen zu dem Mörder, zu unserem Mörder oder zu einem Mörder. Und da müssen wir mal schauen. Die Tür im dritten Stock. Man könnte. Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser okay. Müllhalde aus. Okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall sicher, denn jetzt gibt's auf jeden Fall. Zwei Dialoge haben die alle. Ich stelle dir keine Fragen, er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Gas braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer zuhört. Okay, die verstehen sich ja super. Was ist das denn hier? Was ist das? Ist das ein Spielfehler? Oder ist das... Huch, hallo? Ich kann aber auch nichts tun, irgendwie. Das ist aber merkwürdig. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Fehler vom Spiel. Was haben wir denn hier? So, Warnhinweis. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber in Angesicht der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten. Ja, das würde ich natürlich auch empfehlen. Was ist mit der Leiche des Mädchens passiert? Antwort finden. Ermittlungen abschließen. Du kannst jederzeit versuchen, deine primären Fragen zu beantworten, aber oft ist es eine sorgfältige Erkundung des gesamten Tatortes notwendig. Ja, natürlich. 2, 3, 4, 5 Hinweise gibt es hier. Was wissen Sie über den Mord an dem Mädchen im Waschraum? Da ist schon mal eine Notiz.
Notiz eines Nachbarn. Ihr Nachbar hat die Stadt in aller Eile verlassen. Vielleicht hatten sie etwas damit zu tun. Was war das denn gerade? Ach, hier ist eine Abstellkammer, okay. Ah, das ist natürlich cool, dass unser Rand da dran bleibt an dem... Da haben wir noch einen Brief oder einen Zeitungsartikel. Zeitung. Zeitungsausschnitte. Kinder brechen ständig in den Steinbruch ein. Warum ein Interesse für diesen Einbruch zeigen? So, dann müssen wir mal weiterschauen, ob wir hier noch irgendwie Hinweise finden, weil bis jetzt haben wir ja zwei. Da, bei den beiden probieren wir das gleich mal. Hä? Ich stehe vom Fernseher, du siehst nix. Guck mal hier. Was ist das? Das ist der gute... Huch. Der gute M-Fernseher, den habe ich auch. War hier sonst noch was? Hier. Aha. Gartenwerkzeuge. Schaufel, Handschuhe, Dünger. Hobby oder Mord? Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detective einem dreisten Mord in aller Öffentlichkeit zum Opfer fiel. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Mhm. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Ich mag meinen Sessel auch mehr als mich. Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. So, wir könnten sie jetzt beeinflussen. Mir fehlt aber noch ein einziger Hinweis. Den möchte ich gerne doch nochmal finden. Die Frage ist nur, wo ist dieser Hinweis? Wo könnte dieser Hinweis noch sein? Hier im Badezimmer vielleicht noch? Hm. Hm. Die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt. Hiermit können wir auch irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht was. Erst vor ein paar Tagen ist ein junges Mädchen spurlos verschwunden. Beeinflussen wir ihn mal mit dem Gartenwerkzeug. Welches ist der wichtigste Hinweis? Das war schon mal falsch. Meldungen bekannt worden. Das heißt, er weiß darüber schon mal nichts. Soll ich trotzdem nochmal mich weiter um... Ich schaue mich nochmal weiter um. War denn jetzt hier, war doch der... Ah, genau, hier war der Waschraum. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, hier kommen wir wieder in den Flur. Ich habe total die Orientierung verloren, könnt ihr euch vorstellen? Das ist unglaublich. Wo geht's denn hier hin? Poolroom. Ah, guck mal einer an. Hier waren wir noch gar nicht. So... Noch mehr, um aufzudecken. Haben wir jetzt gefunden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das haben wir alles genau. Das haben wir schon. Ein nasses Grab. Hatten wir da... Achso, alter Boiler. Ah, okay. Wir haben insgesamt 2 Boiler gefunden. 7 gibt es insgesamt. Da müssen wir natürlich uns noch ein bisschen um... Okay, hier komme ich nicht raus. Poolbild. Das ist so cool mit der Tür da. Dass wir da bleiben. Okay, wir müssen natürlich schauen, dass wir da irgendwie was rausfinden. Was könnten die noch wissen, wenn die beiden das waren? Was haben sie mit der Leiche gemacht? Das war richtig. Jawohl. Und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen.
Ich glaube, dass die Leiche in dem Steinbruch liegt. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Das Geheimnis der alten Frau scheint, als habe der alte Mann etwas mit dem Mord des Mädchens zu tun. Aber warum den ganzen Weg bis zum Smithwick-Steinbruch fahren? Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Ja, das haben wir schon gehört. Ich lasse im Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Ja. Okay, die zwei Hinweise waren also die zwei Personen hier. Das ist keine Seelenfrau, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Geheimnis des alten Mannes. Anscheinend hat seine Frau ein ziemliches Temperament. Wenn sie das Mädchen ermordet hat, wo ist die Leiche? Monica Chase für WJ. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. So, Antwort finden. Geheimnis, okay. Und dann haben sie das Gartenwerkzeug benutzt. Na, das war falsch. Ich muss die Reihenfolge der Ereignisse zum... Ah, okay, wir müssen die richtige Reihenfolge. Okay, dann vermute ich mal, dass... Achso, die beiden haben wir schon. Dann wird es so gewesen sein, oder? Ja. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Ja, letzte Ruhestätte. Letzte Ruhestätte. Das Mädchen wurde vom Ehepaar aus dem Apartment 1A ermordet, nur wegen ihrer lauten Partys. Sie haben ihre Leiche im Smithwick-Steinbruch abgeladen. Hört sich natürlich auch nett an. Gut, damit haben wir... Gibt es eine Verbindung zwischen den Vermisstmeldungen und den Morden? Hallo? Lady? Noch aus, aber momentan hängt... Lady? Okay. Es macht mir ein bisschen... Das Spiel macht mir ein wenig Angst, aber nur ein bisschen und nicht viel. So, wo ist sie denn jetzt? Hier war das, ne? Dann werden wir ihr mal... Ja, sagen, was los ist. So, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Ja, super. Das hat doch wunderbar geklappt. Ruhe in Frieden, sagt man da. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir natürlich jetzt erstmal weiter mit unserem ganzen Zeugs kommen. So, also, da müssen wir mal schauen. Was war denn jetzt unser Ziel? Achso, die ganzen Boiler müssen wir ja noch irgendwie... Frage ist nur, wie kommen wir denn jetzt weiter? Kann ich den Fernseher ausmachen? Weil das hier so leuchtet, denke ich mal, dass man irgendwie den Fernseher ausmachen kann, aber irgendwie anscheinend ist es nicht so. Kleinen Moment bitte. Ich muss mal eben mein Handy auf lautlos stellen, weil sonst fängt das gleich an zu bimmeln oder so. Habe ich ganz vergessen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hallo? Mein Kabel. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie... Ah, Stairs, okay.
Hier wollen wir noch. Ah, hier ist noch ein Boiler. Guck mal einen an. So, noch mehr, um aufzudecken. Hier sind auch schon wieder so Symbole. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten, dass wir auf der richtigen Spur vielleicht sind. So. Hier kommen wir. Ist zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Okay. Sie Aber was bedeutet das? Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Genau. Tja, was bedeuten diese Symbole? Ich bin mal gespannt, ob wir das noch rausfinden werden. Ich denke schon. So. Da müssen wir, von da sind wir gekommen, ne? Denke ich mal, oder? Lalala. Ich finde das so geil, dass man durch Wände gehen kann. Das ist voll cool. Ich cheate. T-Rex. In the house. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn hier? Oi, da liegt eine Jeans auf dem Boden. Im Badezimmer. Na, wer weiß, was da passiert ist, Mädels. Entschuldigung. So. Okay, Jungs. Platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück, Avery. Da liegst du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufallselement. Vielleicht bringst du uns ein paar Tricks bei. Dann könnte ich euch ja nicht mehr euer Geld abnehmen, Großer. Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen, und wirf ein paar Chips in die Mitte, Nate. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Mhm. Oh, Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Okay. Die Jungs pokern eine Runde. Da wollen wir natürlich nicht stören. Können wir irgendwas untersuchen? Da ist doch nochmal ein Boiler. Guck mal einer an. So, noch drei, um mir aufzudecken. So ein bisschen kriegt man aber auch ein Gefühl für die Räume, wenn man so durch die Wände geht, wo was endet und so. Das finde ich schon sehr geil gemacht. Das hat schon irgendwas. Was ist das denn? Boah, ist das cool. Ich darf das nur nicht abends spielen. Die macht sie wahrscheinlich gerade Popcorn. Oder Potato Chips mit Nom-Noms. Die guten Nom-Noms, wie geil sind die denn? Die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von... So, überall umschauen. Was ist das hier? Okay. Das sehen aus, als ob das auch Geister sind oder waren oder... Ja, gleich. Ich schau mich erstmal... Ich guck erstmal, was sie hier denkt. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das zählt Kinderwahn nicht. Okay. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Gedanken lesen möchte ich, glaube ich, nicht können. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt es ja gerne mal sagen, ob ihr Gedanken lesen möchtet oder könntet. Würdet ihr euch das zutrauen? Sowas zu können, wenn das geben würde? Würdet ihr so sagen, ja, das mache ich, das oder nicht? Also ich fände es ganz schön, ja, beschämend, die Gedanken der anderen zu lesen, weil da findet man dann, glaube ich, nachher Sachen raus, die man gar nicht hören will. Was hat sie denn? Okay, hier kommen wir nicht raus. Wer ist er hier? Ist es der Vater? Erschreckst du gerne Kinder? Warum stehst du in einem Schrank? Ich glaube, ich frage erstmal, warum stehst du in einem Schrank? Wie endet ein Monster wie du im Schrank eines Kindes? Ihr Papi hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen.
Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam ihr in die Quere. Hat wohl geklappt. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Wenn du ihn gebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen. Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Kleine Mädchen sind keine Ausnahme. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Mist, jetzt kann ich ihn nicht nochmal fragen, warum er gerne Kinder erschreckt. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Shit. Okay, dann ist es wahrscheinlich hier der Geist von dem Papi. Vermute ich mal. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Schwupps. So, von da kamen wir. Hier rechts in 2A waren wir auch schon drin. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Hä? Dämonen. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Drücke X. Ich bin ganz nervös. Drücke X, um fortzufahren. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Dämonen entkommen. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Drücke X, um fortzufahren. Okay. Ach so. Von Versteck zu Versteck. Du kannst dich zwischen Objekten zum Versteck hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Das ist natürlich geil, ne? Dämonen entkommen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Sich Dämonen nähern. Halte R1 gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen. Nähere dich ein Dämon stets vorsichtig. R1, okay. Einzelheiten stehen noch aus, aber... Oje. Oje. Jetzt geht das Spiel erstmal richtig los. Die Frage ist, wie kommen wir denn an dem vorbei? Wir müssen ja zum Treppenhaus, ne? Der sitzt genau da, wo wir lang müssen, ne? Ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir schon richtig gut. Wir müssen genau da lang. Da ist nämlich das Treppenhaus. Was war hier gerade? Enthüllen? Recht und Unrecht sind beide blind. Recht und Unrecht sind beide blind. Da ist was Wahres dran. Können wir noch was aufdecken vielleicht? Das ist ja cool. Da wäre ich jetzt glatt dran vorbeigelaufen. Ich muss immer den Dämon so ein bisschen im Auge behalten. Wie können wir denn... Kommen wir da irgendwie vorbei an dem? Da müssen wir hin. Was können wir da tun, dass wir denn da dran vorbeikommen? Wir kommen doch wahrscheinlich gar nicht hier durch, oder? Nein, das war so klar. Uah! Genau hier steht der. Wie machen wir das? Ah, ein Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R2, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Okay. Da kommen dann so kleine Quicktime-Events. Das wusste ich natürlich nicht, aber wir haben den Dämon erledigt.
und können jetzt hier wacker, ich höre schon wieder einen Boiler, wacker durchgehen. La. Ja, F3 würde ich sagen. 3F, was erwartet uns hinter dieser Tür, hinter Tür 3F? Das erfahrt ihr in einer weiteren Folge. Murder Soul Suspect, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, bis dann, ciao.